dieses Video ist für diejenigen, die am liebsten einfach nur im Bett liegen bleiben würden oder das Haus nicht verlassen würden, weil sie sich einfach nicht danach fühlen und kein Arzt kann ihnen sagen, woran es liegt. Und es ist irgendwie alles anstrengend. Die noch so kleinste Aufgabe kommt, ja, kommt dir dann wahrscheinlich vor wie eine Riesenherausforderung und es lastet irgendwie ständig so ein Druck auf dir. Und ja, was ist es und was kannst du dagegen machen? Das klären wir in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Intellectics, deinem Kompass im Gesundheits- und Ernährungsjournal. Mein Name ist Vincent Braukemper und wir sprechen jetzt darüber, woran das liegt, nämlich, und das kommt direkt auf den Punkt, dein Nervensystem ist festgefahren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dein Körper und dein Nervensystem so viel Stress haben, dass dein Körper so im Stress ist, dass er nicht mehr hinterherkommt. Was du empfindest, dieses unsichtbare Gewicht, das auf deinen Schultern lastet und das dich irgendwie handlungsunfähig macht, das ist oft kein vorübergehender Zustand, sondern etwas, was bleibt, wenn du die Alarmsignale deines Körpers weiter ignorierst. Und wichtig ist, dass du einen Weg dort hinaus findest. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz durch. Was passiert da überhaupt? Woran liegt's? Gut, das ist bei jedem anders. Und wie findest du sofort raus und was kannst du da für Tools für dich nutzen? Also, kurz und knackig auf den Punkt. Erst einmal, wie funktioniert das Gehirn? Es gibt jetzt gerade zwei. Wir betrachten zwei relevante Bereiche. Das eine ist die Amygdala und das andere ist der präfrontale Kortex. Und keine Angst, kein Stress. Das ist, die Wörter brauchst du nicht merken. Präfrontaler Kortex, PFC nennen wir den, und Amygdala. Was machen die? Naja, im präfrontalen Kortex, PFC, da passiert das bewusste Denken. Da halten wir uns eigentlich auch ganz gerne auf. Da hat das Gehirn so eine Art wohliges Gefordertsein und wir können gute Entscheidungen treffen, wir können sehr rational denken, während wir in der Amygdala eher, naja, reaktiv sind und sehr emotional sind und ja, leicht aus der Ruhe, überhaupt nicht mehr bei uns sind, schnell aus der Ruhe zu bringen sind. Und wie du dir vorstellen kannst, wird die Amygdala in der Regel aktiv, wenn du Stress oder Angst hast. Und naja, wenn wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit schauen, lass es mal 10.000 Jahre sein, dann war es halt so, gut, wir haben uns im präfrontalen Kortex, im PFC aufgehalten, dann gab es eine Gefahr, Säbelzahntiger kam um die Ecke, Wurm, Switch in die Amygdala und es wurde Energie freigesetzt. Wir sind gerannt, wir haben gekämpft, wir haben vielleicht auch beim Jagen und danach hat man sich erholt, vielleicht auch Nahrung aufgenommen und es gab den Switch zurück in den präfrontalen Kortex, alles gut. Nun, heutzutage sehen die Bedrohungen etwas anders aus. Ja, die Bedrohung ist halt nicht mehr der verfeindete Stamm oder der Tiger, sondern die Uhr, die ständig tickt, die ständigen Aufgaben, tausend Dinge, die im Hintergrund laufen, Leute, die was von einem wollen, Stau, Chef, Mitarbeiter, das müssen nicht mal Dinge sein, die man nicht mag. Es ist einfach nur zu viel und zu permanent. Und dann kann es eben passieren, dass wir ständig in der Amygdala sind und das Blöde ist, es gibt keinen richtigen Switch, keinen Schalter, den wir kennen, zurück in den PFC. Zumindest keiner, der von selbst angeht. Ne? Also, du bist im PFC, alles ist super. Stress, automatischer Schalter in die Amygdala. Aber einen automatischen Schalter, der dich zurück in den PFC bringt, den gibt es in unserem modernen Alltag nicht. Den sollst du in diesem Video bekommen. Und ja, wie kriegst du das hin? Zuerst einmal, ja, was passiert, wenn du die ganze Zeit in der Amygdala bleibst? Es sammeln sich Stresshormone in deinem Körper an und die werden immer mehr. Das ist Cortisol, das ist Adrenalin, das ist Noradrenalin. Und die müssen irgendwie abgebaut werden. Und ich habe es jetzt ganz vielen Videos hier gesagt, Abbauen von Stresshormonen funktioniert nicht durch Essen, das funktioniert nicht, indem man noch etwas nimmt, sondern es gibt nur einen Weg, Stresshormone abzubauen. Bitte stress dich nicht damit. Es ist Bewegung, das muss nicht viel Bewegung sein. Es kann ein zügiger Spaziergang sein. Und es kann 5 Minuten Krafttraining sein, es kann sogar Yoga sein, da bewegt man sich vielleicht nicht so viel je nach Yoga-Art, aber es kann alles möglich sein, nur ohne Bewegung wird es nicht möglich sein, Stresshormone abzubauen, sondern du bist zwar erschöpft, dann gehst du erschöpft ins Bett, schläfst nicht gut, wachst wieder nicht erholt auf und gehst immer tiefer in den Kreislauf. Bewegung ist der erste wichtige Punkt, um den Kreislauf zu durchbrechen und keine Sorge, es gibt noch zwei weitere. Und zwar ist der nächste wichtige, essentielle Punkt, wenn du einmal permanent in der Amygdala bist, dann ist es sehr schwierig, einen klaren Gedanken zu fassen, weil einfach im Kopf alles rast. Und es ist wichtig, da etwas Ruhe reinzubringen. Und die einfachste Art, dort Ruhe reinzubringen, ist über die Atmung. Und ich weiß, gerade wenn man jetzt schon so geladen und gestresst ist, ist es so
schwer. So schwer. Und man atmet dann meist intuitiv, recht flach in die Brust. Man atmet ja recht schnell ein, aus. Und wenn du es schaffst, und das ist wirklich ein Weg, den Switch von der Amygdala in den PFC zu schaffen, wenn du es schaffst, für 3 bis 5 Minuten 4 Sekunden lang einzuatmen, 6 Sekunden lang die Luft zu halten und 8 Sekunden lang auszuatmen und dir dabei zu sagen, ich habe für diese 5 Minuten nichts zu tun, außer jetzt zu atmen, dann verspreche ich dir, dass du wieder viel mehr ankommst. Im Idealfall suchst du dafür eine gesprochene Atempause bei YouTube oder sowas, machst die Augen zu, nimmst dir die Zeit. Und es macht so einen Unterschied, auch vorm Schlafen übrigens, macht sorgt auch für besseren Schlaf. Und wenn dein ganzes System einmal so tief im Stress ist, dass du da wirklich kaum noch rauskommst, also du hast 2 Tools, Bewegung und Atmung, würde ich jetzt sagen, sind die allerwichtigsten. Ja, aber wir haben auch darüber gesprochen, wie die Energie einfach fehlt. Und ich verstehe es so sehr, dass einem einfach die mentale Energie fehlt. Man will sich irgendwie aufwachen, aber man kann einfach nicht mehr. Der Alltag ist ja schon zu viel, jetzt soll ich auch noch Bewegung und Atemübungen machen. Mann, also ich verstehe es. Ich war selbst mehrfach im Burnout, ich habe es immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen geschafft, aber ich weiß mittlerweile auch, wie ich rauskomme und jetzt mittlerweile auch, wann ich vorher mal auf die Bremse drücken darf. Ja, und diese Energie, um solche Dinge umzusetzen, die ist ja oft das Zünglein, was einem irgendwie fehlt, dieser Initialfunke. Die bekomme ich persönlich aus Ketonkörpern, die ich einfach trinke, und das hilft dabei enorm. Ja, man kann die dauerhaft nehmen, braucht man aber nicht. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich möchte einfach einmal aus dem Stresskreislauf raus, dann einfach mal, lass es 3 bis 6 Wochen sein, täglich Ketonkörper trinken, und ja, die kosten ein bisschen was. Es muss es einem halt wert sein. Welche übrigens die einzigen sind, die funktionieren, erfährst du in dem Video, und ich verlinke auch dazu nochmal was unter dem Video. Und ja, wenn du das dann eben kombinierst und nicht nur die Ketone trinkst und erwartest, dass jetzt ja alles vom Himmel gefallen kommt, sondern du dann halt wirklich bereit bist, ein bisschen Atmung, ein bisschen Bewegung mit zu integrieren, dann ist das wirklich etwas, womit du diesen Kreislauf durchbrechen kannst. Und wenn du ihn einmal durchbrochen hast, dann hast du plötzlich so viel Energie, fühlst dich wieder richtig lebendig und dann hast du auch zum Beispiel die Muße, vor allem, weil du ja weißt, wo du nie wieder hin willst, dann hast du auch die Muße, bestimmten Dingen dran zu bleiben, die dein Nervensystem und dein Stress so regulieren, dass es dir dauerhaft gut geht. Und das muss ja der Sinn sein. Weil wenn ich mich jetzt hier auch umschaue, sehe ich ständig irgendwelche Produkte oder Coachings oder irgendwas, die eigentlich immer nur auf Brandlöschung und dann Dauerkonsum abzielen. Aber es geht doch darum, dauerhaft eine Lösung zu finden und nicht dauerhaft sich von irgendeinem Coach oder irgendeinem Supplement oder irgendetwas abhängig zu machen. Und ja, dafür hoffe ich, dass du jetzt die Lösung hast. Falls du noch Fragen dazu hast, darfst du die gerne in die Kommentare stellen. Abonnieren nicht vergessen, zu dem Thema wird auch immer wieder nochmal was kommen. Und ja, ich hoffe, dass das für dich das genau das Video war, was du immer gebraucht hast und du die 3 Dinge jetzt einfach umsetzt und sich alles für dich zum Positiven ändert. Alles Gute dir und bis zum nächsten Video. Dein Vincent.